Seit dem frühen Morgen läuft in Istanbul der Umzug zum neuen Großflughafen im Norden der Stadt. Insgesamt müssen rund 47.000 Tonnen Material bewegt werden und das alles innerhalb von 45 Stunden. Zwischen dem Atatürk-Flughafen und dem neuen Drehkreuz müssen die Sattelschlepper rund 40 Kilometer zurücklegen. Am Samstag um 23.59 Uhr Ortszeit soll der Umzug abgeschlossen und der neue Flughafen bereits am Sonntag in vollem Umfang betriebsbereit sein. Nach der offiziellen Eröffnung im Oktober wurde dort bislang nur ein Teil der Kapazität ausgeschöpft, während der Atatürk-Flughafen weiterhin in Betrieb war. Die letzte Verbindung, die dort abgefertigt wird, ist ein Linienflug nach Singapur.